Mohamed Salah, Granit Xhaka oder auch Sherdan Shaqiri. Heutzutage alles gestandene Premier League Spieler, wenn nicht sogar im Fall von Mohamed Salah vielleicht der beste Spieler der Welt. Und wo haben all diese drei ihre Karriere begonnen? Richtig, beim FC Basel in der Schweiz. Da wo es die drei gibt, da gibt es natürlich auch noch weitere Spieler, die der FC Basel in der Zukunft verkauft hat, die heutzutage eben gestandene Namen im Profifußball sind. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum heutigen Video. Wir werden uns nämlich wieder einmal anschauen, einer eurer meist gewünschten Vorschläge, was der FC Basel ohne Abgänge wie eben von Salah, Shaqiri, Jan Sommer, Granit Xhaka und so weiter, alle Spieler eben, die ihre Karriere bei Basel begonnen haben und dann eben ihren Weg gemacht haben. Was wäre, wenn eben all diese Spieler heutzutage noch in der Schweiz beim FC Basel spielen würden? Damit das Ganze noch ein bisschen interessanter wird, weil ich glaube, auch mit der normalen Basel-Mannschaft sollte es jetzt keine große Herausforderung sein, in der Schweiz die Meisterschaft zu gewinnen, auch wenn Basel momentan in echt jetzt nicht so überragend spielt, sind die doch von der Mannschaft her deutlich überlegen in FIFA, deswegen packen wir einfach mal den FC Basel in die Premier League rein und wollen in diesem Experiment nicht nur schauen, wie weit Basel mit diesen Abgängen oder eher gesagt ohne diese Abgänge in der Champions League vorankommt, sondern eben auch, ob der FC Basel mit dieser Mannschaft, die sie momentan haben, in der englischen Premier League überleben könnte. Wie immer, wenn euch diese Art von Videos gefällt, lasst gerne auf das heutige Video einen Daumen nach oben da und natürlich sehr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um in der Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen und natürlich auch sehr gerne Vorschläge für weitere Vereine, mit denen wir eben solche Experimente, solche Videos eben machen sollen, gerne unten in die Kommentare schreiben. Wir spielen nirgendwo, weil wir, ja, scheiße, was machen wir jetzt? Wir sind nicht in der Champions League, obwohl der FC Basel eigentlich in der Champions League spielen müsste. Ja, gut, Huddersfield spielt jetzt hier in der Champions League, weil die jetzt natürlich in der Schweiz spielen, das heißt, Kacke. Och, Kacke. Ja, dann spielt jetzt wohl oder übel Huddersfield als Schweizer Verein in der Champions League und wir müssen irgendeinen englischen Verein rauskicken und ganz ehrlich, Manchester United ist eh nur durch den komischen Euroleague-Sieg hier in die Champions League reingerutscht. Dafür kommt jetzt der FC Basel rein. Einige Spiele habe ich euch schon genannt, aber wie sieht denn eigentlich die komplette Mannschaft für dieses Experiment aus? Das werden wir uns jetzt anschauen. Ich habe jetzt die Formation sogar nochmal umgeändert, einfach aus dem Grund, damit auch wirklich die besten Spieler allesamt spielen, damit wir eben auch die beste Mannschaft hier rausbekommen und das Ganze sieht dann so aus. Sehr kuriose Formation diesmal, im 3-4-3 das Ganze. Vorne im Angriff haben wir Elionosi, Embolo und Salah, der in noch sehr jungen Jahren den FC Basel zum FC Chelsea verlassen hat, viele Leihstationen ja durchlaufen in Italien, Florenz, Rom, dann eben an Rom verkauft worden, dann zum FC Liverpool gegangen und ja, ich glaube, die Geschichte kennt ihr ja mittlerweile alle. Mit dem Embolo haben wir den Rekordabgang der Basel-Historie, ist an den FC Schalke verkauft worden für, glaube ich, über 20 Millionen Euro, das ist schon eine ordentliche Stange Geld gewesen. Dort konnte er sich aber leider Gottes nicht so gut weiterentwickeln, was vor allen Dingen an einer sehr, sehr langen Verletzung lag. Renato Steffen ist erst in dieser Wintertransferphase zum VfL Wolfsburg gewechselt und ja, ne, es läuft jetzt nicht so überragend, muss man sagen. Dann haben wir die Doppel-6 mit Granit Xhaka und Mohamed Elneny, beide mittlerweile beim FC Arsenal. Xhaka ist ja erstmal in die Bundesliga mit gerade mal 19 Jahren gewechselt, für damalige 8,5 Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach und von da aus eben zum FC Arsenal. Hingegen Elneny ist in der Saison 15-16 direkt zum FC Arsenal gewechselt, für doch eine sehr, sehr ordentliche Ablösesumme von 12,5 Millionen. Genauso wie Granit Xhaka hat eine damals 20 Jahre junger Sherdan Shaqiri den FC Basel in Richtung Bundesliga verlassen, doch der Verein war ein bisschen größer, es ging zum FC Bayern für knappe 12 Millionen Euro, von da aus eben unter anderem noch zu Inter Mailand und jetzt eben bei Stoke, ja, abgestiegen in der Premier League. Miese Zeiten. Dennoch ein Spieler von sehr, sehr großer Qualität und ich denke mal, trotz des Stoke City Abstiegs sollte der noch einen neuen guten Arbeitgeber finden. In der Dreierkette haben wir dann Alexander Dragovic, der für 9 Millionen Euro erstmal in die Ukraine gewechselt ist. Zu Dynamo Kiew, da haben wir unter anderem auch noch einen anderen Kandidaten mit Derdelis Gonzalez. Dragovic dann eben unter anderem über Umwege in der Bundesliga ebenfalls gelandet. Also ihr merkt schon, viele Spieler hier vom FC Basel sind irgendwie in der Bundesliga gelandet. Ist aber auch relativ naheliegend. Bei Bayern nur für Leverkusen gelandet, aber ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, momentan an Leicester City verliehen. So sieht's aus. Dann haben wir noch Fabian Schär, der für schnappe 4 Millionen zu Hoffenheim gewechselt ist, mittlerweile in Spanien spielt. Auf der Bank haben wir dann noch unter anderem, wie gerade eben angesprochen, Derlis Gonzalez, der ebenfalls zu Dynamo Kiew gewechselt ist. Und Manuel Akanji, der jüngste Top-Abgang vom FC Basel in der Wintertransferphase für knappe 21,5 Millionen zu Borussia Dortmund gegangen. Ein einziger Spieler fehlt in dieser Auflistung hier und das ist Ivan Rakitic, da wir den aber schon im Schalke-Video drin hatten. Das könnt ihr auch nochmal oben rechts in der Infocard finden oder einfach in der Experimente-Playlist. Habe ich mir einfach mal gedacht, ich will ihn nicht doppelt mit reinnehmen, deswegen hatten wir ihn im Schalke-Video, aber eben nicht hier im Video mit dem FC Basel. So viel dann auf alle Fälle zur Mannschaft. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Kalendersimulation und wollen natürlich schauen, wie der FC Basel sich unter anderem in der Premier League schlägt. Da bin ich hier sehr, sehr gespannt. Ist eine 4-Sterne-Mannschaft, also eigentlich sehr, sehr ordentlich mit ein paar Top-Spielern, wie
eben Shaqiri, Xhaka oder Salah. Aber in der Champions League wird das Ganze, denke ich mal, auch interessant werden. Wie immer, sehr gerne jetzt vor allen Dingen eure Predictions für dieses Experiment. Wie wird der FC Basel in der Premier League und allgemein in den Wettbewerben abschneiden? Ja, ich kann nicht reden, ich merke es irgendwie. Wie der FC Basel in allen Wettbewerben, vor allen Dingen aber in der Premier League abschneiden wird. Nicht natürlich das Video vorspulen, sondern jetzt eben das Video pausieren und eure Predictions unten in die Kommentare schreiben. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Kalendersimulation und sehen uns im Januar 2018 mit einem kleinen Zwischenfazit wieder. Na dann, wollen wir mal auf alle Fälle schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Meine Prediction für die Liga ist, dass wir tatsächlich irgendwo im Mittelfeld sind. Also ich schätze mal so irgendwie 10., 11., 12. wäre auf alle Fälle schon nicht schlecht für diese Mannschaft. Und dann wollen wir mal schauen. Manager-Rating sieht schon mal alles andere als gut aus. Das liegt nämlich gerade mal bei 53. Aber wollen wir uns mal nicht täuschen lassen von diesem Rating, was sowieso komplett verbuggt ist. Gut, Mittelfeld ist es jetzt nicht ganz geworden. Wir sind momentan auf Platz 16 liegend. Arsenal ist auf 15. 22 Spiele, 6 Siege, 5 Unentschieden, 11 Niederlagen, Tore 25. Gemacht. Gegentore liegen bei 34, Tordifferenz bei minus 9 und 23 Punkte bisher geholt. Im Carabao Cup sind wir ebenfalls noch drin. Da sind wir sogar im Halbfinale gegen Leicester City. Vielleicht können wir den sogar gewinnen, was ich um ehrlich zu sein nicht glaube. Und in der Champions League haben wir es leider nicht weiter geschafft. Sehr, sehr bitter. Wir hatten aber auch eine relativ ordentliche Gruppe mit unter anderem Bayern drin. Spartak Moskau hätte man aber eigentlich mit dieser Mannschaft schlagen können. Da sind wir leider nur Dritter geworden. Das heißt, es geht in die Euroleague für den FC Basel. Meisten Einsätze gehen natürlich auf das Konto von Mohamed Salah, der Präsident von Ägypten, gefolgt von Suchi oder Suki, wie auch immer, Embolo, Dragovic haben wir dann, Steffen, Shaqiri, Yunusi, Xhaka, Zufi, Elneny, Shea, Van Wolfswinkel, Sommer, Watschlik, Akanji, also von den Einsätzen her bin ich schon mal wieder ein bisschen überrascht, also das sieht gar nicht mal so schlecht aus, die Spieler, die halt vom Rating her eigentlich die besten sind, spielen tatsächlich auch am meisten, ne? Die meisten Tore gehen tatsächlich nicht auf das Konto von Mohamed Salah, sondern auf das Konto von Sherdan Shaqiri, 24 Einsätze, 15 Scorer, davon 13 Tore, 2 Vorlagen, eine sehr, sehr starke Quote. Dann haben wir eben Mohamed Salah, der ja nicht gerade die beste Saison hier beim FC Basel eben mit einem Comeback erlebt. Gerade mal 11 Scorer in 29 Spielen, 7 Tore, 4 Vorlagen. Dann haben wir Steffen mit 4 Toren, Embolo mit 5 Scorern und ansonsten eigentlich, ja, von den Statistiken her nicht unbedingt groß der Rede wert, der Rest. Mannschaft sieht von den Ratings momentan folgendermaßen aus. Da hat sich natürlich auch ein bisschen was getan. Die Spieler haben sich auch in diverser Art und Weise weiterentwickelt. Unter anderem hier Steffen, Elionosi, Embolo, Salah, Elneny. Ja, gut, Sommer hat sich sogar tatsächlich weiterentwickelt. Shaqiri und so weiter und so weiter. Also, wenn die sich noch ein bisschen weiterentwickeln, dann könnte das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aussehen für die Rückrunde. Unsere Ziele sind übrigens auch der absolute Wahnsinn. Premier League Mittelfeldplatz belegen und langfristig über 4 Premier League Saisons Ligameister werden. 4 Saisons noch Zeit. Relativ logisch. Ich glaube, der Vorstand ist nicht so zufrieden mit meiner Leistung. Aber die haben aber auch Ziele. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir sind eine durchschnittliche Mannschaft. Eigentlich sogar eher unterdurchschnittlich. Und die haben ja Ziele. Mittelfeldplatz belegen, K.O.-Phase erreichen. Alles klar. Super Ding auf alle Fälle. Mal gucken, ob ich hier nochmal meinen Trainerstuhl behalten werde bis zum Ende des Experiments oder ob wir vielleicht sogar vorher noch entlassen werden. Das wäre echt der absolute Wahnsinn. Ich würde sagen, wir springen rein wieder mal auf ein erneutes Mal in die Rückrunde der Kalendersimulation. Sehen uns dann im Juni 2018 wieder, hoffentlich noch als Basel-Trainer und nicht irgendwie als Trainer in der 4. englischen Liga. Und ja, hoffentlich bis gleich. Also wir sind immer noch Basel-Trainer zum Ende der Saison. Das ist schon mal die positivste Nachricht, die es eigentlich gibt. Und dann wollen wir mal schauen. Ich glaube, wir waren sogar im Capital One Cup-Finale gegen Tottenham tatsächlich. Das müsste eigentlich das Capital One Cup-Finale gewesen sein. Und ja, wir haben verloren. Scheiße. Letzten Spiele der Saison gegen Arsenal, City und Chelsea. Da haben wir gegen Arsenal verloren, gegen City verloren und gegen Chelsea verloren. Aber sind irgendwie auf mysteriöse Art und Weise Elfter geworden. Immer noch ein Platz hinter FC Arsenal. Ist ja der absolute Wahnsinn. 38 Spiele, 13 Siege haben wir noch am Ende auf dem Konto. 7 Unentschieden, 18 Niederlagen, 48 Tore, 55 Gegentore, Tordifferenz von minus 7, sogar besser als beim FC Arsenal. Und 46 Punkte am Ende auf dem Konto vom FC Basel ohne Abgänge. Meister City geworden vor Liverpool, Tottenham und Chelsea. Pokal haben wir ja bekanntermaßen nicht gewonnen. Das war sogar der FA Cup. Oh Gott, nein. Da sind wir auch voll weit gekommen. Und hier Capital One Cup. Den haben wir gewonnen, ja! Yeah! Aber es hätte sogar das Pokal-Double sein können, wenn wir eben hier, ne, gegen Tottenham zweites Mal gewinnen, war halt leider nicht drin. Die haben auch Heimspiel gehabt. Ich meine, Wembley ist in London, unfair. Champions League hat FC Bayern gewonnen und Euroleague Villarreal, da sind wir, ich sehe uns nicht, ja, wir sind nicht mal ins Achtelfinale gekommen. Miese, miese Zeiten. Ja, ich muss sagen, am Ende doch irgendwie ein bisschen positiv überrascht. Also, das hätte ich jetzt um ehrlich zu sein nicht erwartet. Ich meine, wir waren kurz davor, 2 Titel zu gewinnen. Also, es ist schon nicht schlecht. Eine sehr, sehr gute Quote eigentlich. Die Mannschaft sieht zum Ende des Experiments folgendermaßen aus. Es hat
Salah eben mit einem 89er Rating, Shaqiri mit einer 83, El Nini 79, Xhaka 84, Steffen 77, El Yunusi mit einer 80, Embolo mit einer 79, Dragovic bleibt bei der 78, Cher mit einer 79 und Sommer mit einer 83. Also viele positive Überraschungen dabei, die meisten Einsätze hat doch am Ende Salah und der hat in der Rückrunde ja nochmal richtig fett aufgedreht. 34 Scorer am Ende gemacht, sehr, sehr krass. Auch Embolo mit 20 Scorern, also vielleicht sind das so die Gründe, warum wir in der Rückrunde nochmal so rasiert haben. Embolo übrigens absolut geil, also ne, Face-Scan ist da auf alle Fälle. Dann haben wir Dragovic, El Yunusi mit 12 Scorern, Renato, Steffen, El Neni, Shaqiri, Suki, Sommer, Xhaka und so weiter und so weiter. Das sind jetzt aber erstmal nur die Einsätze. Also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden, vor allen Dingen wie der Assistenztrainer die Spieler eingesetzt hat. Also das ist auf alle Fälle sehr, sehr ordentlich. Kein Spieler jetzt irgendwie von der Startelf, der jetzt irgendwie viel zu wenig Einsätze hat. Was ein Tor haben wir gerade eben schon besprochen. Die gehen auf das Konto von Salah. Dahinter haben wir Shaqiri, Embolo, El Yunusi, Buaf, nie gehört, hat aber irgendwie scheinbar seine Einsätze gemacht. Steffen und Dragovic. Und die meisten Vorlagen gehen auf das Konto. Ja, Salah, ne, eigentlich gleiches Bild wie vorhin, nur dass von Wolfsburg Hill und Dragovic hier noch am Start sind. Und ja, das soll es tatsächlich gewesen sein mit dem heutigen Video. Erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. 3 Tage kam ja jetzt tatsächlich kein Video, deswegen dachte ich mir zum Reinkommen erstmal wieder was ganz Entspanntes. Und in den nächsten 2 Tagen, Leute, kann ich euch jetzt schon mal ankündigen, wird es 2 sehr, sehr, sehr geile Videos geben. Aber so viel auf jeden Fall jetzt mal hier dazu gesagt, werdet ihr dann auf alle Fälle in den nächsten 2 Tagen sehen. Falls ihr solche Experimente feiert, mehr davon sehen möchtet, lasst gerne auf das heutige Video einen Daumen nach oben. Da würde mich wirklich mega freuen. Wenn wir vielleicht 2000 Likes packen würden, wo sind die Schweizer Fans? Wo sind die Fans aus der Schweiz vom FC Basel? Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da hier. Ansonsten, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, sehr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um in der Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen. Und schreibt mir sehr gerne weitere Vorschläge für andere weitere Vereine unten in die Kommentare, mit denen wir eben ähnliche Videos solcher Art machen sollen. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann eben in einem neuen Video wieder, beziehungsweise in den nächsten 2 Tagen wieder bei 2 sehr, sehr geilen Videos. Bis dahin, haut rein und ciao. Nicht so ganz zufrieden. Ich habe doch alle Ziele erfüllt. Was will der von mir? Peach.